strahlst, wenn du mir wieder die Bilder der Weite zeigst. Ja, ich weiß, so manch eine Liebe ist plötzlich am Ende der Zeit. Und ich liebe dich so sehr, viel zu sehr. Doch wenn du gehen musst, musst du gehen. Ich halt dich nicht, flieg mit den Träumen hinauf in dein Glück. Ein goldener Käfig mit offener Tür, du bist frei, mein Herz gehört dir. Ich lieb dich, ich halte dich nicht. Ein goldener Käfig, das passt nicht zu dir, du bist frei. Hallo Ella, endlich! Hallo, hallo, hallo! Wir haben es geschafft! Ja, wir sind bis hierher gekommen. Ja, ich bin ein bisschen nass geworden, aber Sie das sehen, Live-Sendung, es regnet. Erinnerst du dich noch an die Melodie? Da, 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 da. Guck mal, das können alle mitsingen. Ja? Richtig, drei Haselnüsse für Aschenbrödel, super! Ja, sie hat die deutsche Titelmelodie dazu gesungen und jetzt ist sie auf der ZIP-Bühne. Hier ist Ella endlich mit ihrem aktuellen Song. Wir Tageslicht sehen, ohne ein Wort zu sagen, können wir uns verstehen. Straße um Straße verblasst die Stadt um uns. Nimm mich mit, nimm mich mit nach nirgendwo hin. Zum ersten Mal überhaupt spür ich Rückenwind. Ich lass jetzt einfach los. Und wir spüren das Adrenalin, dem Gefühl können wir nicht entfliehen. Und ich weiß, wie alt will ich dich immer lieben, dich immer lieben. Oh. Oh, oh. Oh. Will ich dich immer lieben, dich immer lieben. Sein Bild. Und du gibst Gas, mein Herz schlägt wie wild. Lächeln um Lächeln verlier ich mich in dir. Wir sind frei, wir sind wild, das war alles gewollt. Immerzu auf der Suche nach dem Sonnengold. Unsere Träume auf Asphalt. Und wir spüren einen großen Applaus für Ella endlich. Sehr schön. Hi. Hi. Hallo. Setz dich zu uns. Okay, hi. Schön auf der Bühne zu sein, oder? Sehr schön. Ja. Sehr schön bei euch. Ella, Sie haben... Was machen Sie bei solchem Wetter? Wir haben andere Fragen vorbereitet, aber bei dem Wetter muss man einfach fragen, wenn die Bühne so langsam nass redet. Was machen Sie bei solchem Wetter? Durchziehen. Durchziehen. Klar.
Also ich habe schon viel bei Regen gespielt draußen und war auch durchaus mal nass und all das passiert. Und ich weiß nicht, die Leute kommen ja trotzdem oder ziehen sich Regenpelerinen an und ziehen auch durch von daher. Schlägt Ihnen sowas aufs Gemüt? Es ist schon ein bisschen, also bei Sonnenschein zu sehen, ist es schöner, ist klar, für uns alle. Sie sind ja gerade sozusagen, ja, Heimspiel, ich habe es schon gesagt, an den Wannsee gezogen, der erste Sommer am Wannsee, wie ist es? Ganz toll. Wenn es denn Sommer wird? Ja, es ist toll. Also ich bin ja letzten Mai umgezogen und habe mich dafür entschieden, einfach mal so ein bisschen raus aus dem urbanen Kreuzberg zu kommen, wo ich 6 Jahre gelebt habe und ans Wasser zu kommen, Kajak zu fahren, all die Möglichkeiten zu haben. Und das wird jetzt hoffentlich noch kommen, wenn das Wetter mitspielt, die nächsten 2 Monate, dass ich das noch mehr machen kann. Der Sommer hat ja noch ein bisschen, vielleicht wird es ja, oder? Mhm. Wir haben vorhin... Diese Aschenbrödel-Geschichte, nervt die mittlerweile, wenn die Leute immer wieder damit anfangen? Nein, eigentlich, also es ist wirklich ein großes Geschenk, dieses Lied. Es berührt so viele Menschen. Und egal, wo ich dieses Lied anstimme, ich kann es auch hier versuchen. La 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 la. Es funktioniert. Da passiert was bei den Leuten und alle kennen es, alle fühlen es und es ist schön. Weil auch jeder dieses Weihnachtsmärchen kennt. Ich glaube, jeder guckt es zu Weihnachten mindestens 5-mal, ich jedenfalls. Ja, es läuft ja quasi auch in Dauerschleife und man kommt nicht dran vorbei. Ist auch schön. Sehr schön. Ella, endlich, wie es gerade läuft, wie es angefangen hat und wie es weitergeht, da schauen wir jetzt mal hin. Wenn sie singt, geht die Sonne auf. Ella Endlich ist als Sängerin schon lange im Geschäft. Mit ihrem großen Überraschungshit Küss mich, halt mich, lieb mich startet sie 2009 bereits ihre zweite Karriere. Lieb mich. Die Melodie aus dem Märchenklassiker 3 Haselnüsse für Aschenbrödel bringt ihr die goldene Schallplatte ein. 10 Jahre zuvor überrollt sie der Erfolg, als sie noch zur Schule geht. Unter dem Namen Junior landet sie mit dem Song It's Funny in den Charts und mit Skaterboy einen Sommerhit. Das musikalische Talent wurde der heute 33-Jährigen in der Kulturstadt Weimar in die Wiege gelegt. DDR-Musikproduzent und Komponist Norbert Endlich ermöglicht seiner Tochter schon früh Tanz- und Gesangsunterricht. Als Jacqueline Zebisch geboren, singt sie in zahlreichen Musicals und spielt Theater. Grundlage ihres Erfolgs ist eine fundierte Ausbildung an der Bayerischen Theaterakademie. In eine musikalische Schublade passt sie nicht. Und langsam aus und nicht allein und nicht zu Haus. Ich bin auf dem Hildegard Knef ist ihr großes Vorbild. Zieh mich an und langsam aus. Die Wahlberlinerin und Hobbyfotografin, die auch gern mal mit ihrem VW Käfer unterwegs ist, hat auf jeden Fall pures Adrenalin, einen übervollen Terminkalender und liebt das Leben auf Reisen. Gerade ist sie zurück aus Reykjavik. Ella Endlich, zurück aus Reykjavik. Urlaub oder was war's? Das war so ein Teilurlaub. Also ich habe auf der Mein Schiff 3 singen dürfen, 2 Konzerte gegeben und durfte da 12 Tage die Nordkap-Tour machen. Das heißt Kiel, Norwegen, Spitzbergen ganz oben und dann in Reykjavik aussteigen und noch 2 Tage dort verbringen und in die Blaue Lagune gehen und dort mal baden. Und das all ist das zauberhaft sehen. Da, oder? Es ist Wahnsinn. Ja. Unfassbar. Schön. So 38 bis 40 Grad und dampfend und schweflig und Algenmasken im Gesicht. Sehr gut, das klingt auch ein bisschen nach Urlaub. Das war schön. Ihr Vater, das haben wir auch im Beitrag gesehen, ist so die große Stütze, der Anfang gewesen. Wie ist es heute? Löst man sich da so ein bisschen und sagt, du pass mal auf, ich mach mal meins? Oder ist er immer noch der große Berater? Es gab schon 2 Phasen in meinem Leben, wo ich mich ganz bewusst dafür entschieden habe, mal
ohne Papa ein bisschen den Weg zu gehen. Diese erste Karriere, die Popkarriere in den 90ern, da war er natürlich auch der Federführende in diesem Ganzen und hat mir das auch ermöglicht und das war toll. Und dann war es aber wichtig für mich, das zu fundieren und nach München zu gehen, um mein eigenes Ding zu machen. Das war die erste Abnabelung und ich denke, die zweite ist so vor 2 Jahren passiert. Wir haben viele schöne Alben zusammen gemacht und dann merkt man einfach, dass man sich auch mal wieder ein bisschen weiterentwickeln will und es gibt so viele andere tolle Komponisten da draußen und Schreiber, die auch ihre Stile mit einfließen lassen wollen und können und das hört man auch auf diesem neuen Album, dass da ganz viel auch an Entwicklung passiert ist. Da werden wir noch ein bisschen mehr hören. Ja. Wir haben vorhin mal die Zuschauer gefragt, Ella Endlich ist da, was wollten Sie schon immer von Ella Endlich hören, wissen und in Erfahrung bringen? Ich fange mal mit dem Schwersten an. Bist du glücklich verliebt? Ja, sehr schon. Ja. Strahlt auch dazu. Das glaube ich. Gut. Danke. Reicht das? Ich glaube, das reicht als Antwort, das Strahlen. Singen Sie das Lied, wenn es dich doch gibt. Singen Sie das Lied, wenn es dich doch gibt. Ja, noch. Das ist immer so schön. Es ist so schwierig teilweise für die Leute, küss mich, halt mich, lieb mich in die richtige Reihenfolge zu bringen. Aber wenn es dich doch gibt, ist auch schön. Das soll ich jetzt nochmal singen? Es steht hier so wenn da hinten. Wenn es dich doch gibt, ein Herz nur für mich schlägt. Genau. Geht immer, oder? So, Ella, wird es dieses Jahr außer Klassing auch mehr noch Auftritt in Berlin geben? Vielleicht ein Weihnachtskonzert mit deinem Vater? Und wann kommt das neue Album? Wie heißt es? Was erwartet uns? Diana. Oh, du bist das, ne? Ja, ja. Der Fanclub, das muss man dazu sagen. Ja. Nee, also ich sammle Songs und bin kräftig am Schreiben und ich merke einfach, dass das nächste Album ein besonderes wird. Das spürt man schon jetzt. Wann es genau rauskommt, das weiß ich noch nicht, weil man wartet wirklich darauf, dass man sagt, jetzt fühle ich, dass das bereit ist, nach draußen zu gehen. Und die anderen Fragen zu Berlin, also ich freue mich jetzt natürlich sehr auf den Gendarmenmarkt, auf die Classic Open Air, ist eine große Ehre für mich. Und viele vereinzelte Spieltermine sind jetzt über den Sommer dabei und ich gehe im November mit Paul Potts auf Tour, da freue ich mich sehr drauf. Ja, das wird Classic Pop in vielen schönen Sälen Deutschlands. Ja, das ist was Besonderes. Viel Schönes von Ella Endlich, nachher gibt es noch Schönes von Ella Endlich hier bei uns bei ZIP. Danke erstmal bis hierher. Und was bleibt also noch? Ella, endlich ein Traum, ein Koffer und Benzin. Benzin, viel Spaß. Das Handy fliegt aus dem Fenster. Das Netzteil hinterher, mein Profil auf Facebook gibt es nicht mehr. Im Rückspiegel verschwindet meine Stadt am Horizont. Ich spüre mehr Kribbeln für das, was alles kommt. Diese Stadt ist mir zu hell. Ich kann die Sterne hier nicht sehen. Ich hab nen Traum, nen Koffer und Benzin. Auf meinem Kiefer steht bei meinem Berlin. Guten Morgen, neues Leben, ich bin da, wo gehen wir hin? Ich hab nen Traum, nen Koffer und Benzin. Ich hab nen Traum, nen Koffer und Benzin. Heute weiß ich nicht, wo ich morgen bin. Den Wind der Freiheit in den Haaren. Hey, willst du mit mir fahren? Hast du nen Traum? Und Benzin. Und wieder eine Ausfahrt, ich fahre an mir vorbei.